Das war noch recht human ausgedrückt. Hier die beiden Chancen Ende der ersten Halbzeit. Erst verpassen viele Hallenser, dann trifft Glutschulbe nicht hundertprozentig mit dem Kopf. Da stand es aber schon 1:0 für Rot-Weiß Erfurt. Uli Romstedt spazierte in der 20. Minute über das ganze Feld, spielt überlegt ab, die HFC-Abwehr wie angewurzelt, 1:0 durch Bubatsch. Carsten Neitzel zu seinen Einwechselchancen. Ich weiß zumindest, dass ich nicht viel schlechter bin als die, die auf dem Platz stehen, ja, und naja, dann kann ich schon hoffen, dass der Trainer mich auch mal bringt wieder. Nach der gestrigen Blamage seiner Teamkollegen dürfte er nächsten Samstag mit dabei sein. Die Erfurter K.O.-Schläge in der zweiten Halbzeit. Bubatsch zum 2:0 in der 50. Minute. In der 81. Adler ohne Berührungsängste gegen Heun, der die Gelegenheit nutzt, den Schiedsrichter zum Pfeifen zu bringen, um dann den Elfer zu verwandeln. Kurz vor dem Ende Schuss von Sänger und Arndt nutzt den Abpraller zum 4:0 Endstand.